den Mitgliedern des Parlaments und allen anderen. Also führen die Hinweise aus dem Kenway House zu diesem Monument. Welch wunderbare Zeitvertreib, mir zu folgen und offensichtliche Fragen zu stellen. Da Henry nicht mehr hier ist, dachte ich, du freust dich über die Gesellschaft. Ich benötige keine Gesellschaft. Und Mr. Green folgt ein paar eigenen Spuren. Oh ja, Mr. Green. Welch faszinierende Idee. Oh bitte, Mr. Green, sehen Sie sich mal dieses Buch an und stehen Sie dabei ganz nah neben mir. Ich habe nie... Du magst nichts Besseres zu tun haben, aber ich versuche, die Assassinen zu beschützen. Ach, tust du das? Was hat Vater immer gesagt? Lass nicht zu, dass persönliche Gefühle die Mission gefährden. Genau das. Aber egal, ich bin weg. Wenn ich weitere sinnlose Hinweise für dich finde, melde ich mich. Bis dahin werde ich deine Abwesenheit genießen. Wird dafür sorgen, dass diese Slums durch bessere, sichere Häuser ersetzt werden. Mit mehr sanitären Anlagen und weniger offenem Feuer. Was für ein Aufruhr! Sie benehmen sich ja wie Kinder! Sie sind wirklich sehr undankbar! Wollen Sie denn wirklich in einer Feuerfalle leben? Nun, wir können nicht weitermachen, bis Sie sich beruhigt haben. Wir versammeln uns hier am Monument zum Gedenken an das große Feuer, um sicherzustellen, dass eine derartige Tragödie nie wieder passiert. Ich danke all unseren Gästen, dem ehrenwerten Premierminister Disraeli, den Mitgliedern des Parlaments und allen anderen, dass sie heute hier sein können. Unsere Gesetzesvorschläge stellen sicher, dass auch die Häuser der Ärmsten keine Brandgefahr darstellen müssen. Wir haben Sie gehört. Es gibt keinen Grund zu schreien. Beruhigen Sie sich. Es gibt keinen Grund für all diese Störungen. Feuerstellen und viel zu wenigen Brandschutzmaßnahmen. Hören Sie doch auf zu schreien. Sie müssen nur aus Ihren Häusern ausziehen, wenn diese unsicher sind. Bitte, zeigen Sie etwas Respekt für unsere Gäste. Was machen Sie denn da? Kommt mir bekannt vor.
Ist da ganz oben. Der Schlüssel zum Gewölbe und zum Tuch. Guten Tag, Miss Fry. Das nehme ich. Sie wollen das Tuch, um ihre Macht zu festigen. Aber was, wenn es zu mächtig ist? Und wozu wollen Sie das Tuch? Nur damit die Templer es nicht bekommen. Typisch Assassinen. Die Macht des ewigen Lebens zu besitzen, aber sich dann nicht trauen, sie einzusetzen. Ewiges Leben? Glauben Sie, das hat das Tuch zu bieten? Was ich glaube, hat Sie nicht zu interessieren. Kommen Sie mit. Ich habe andere Pläne. Was macht ihr da? Du sagst uns, wo Bronson hin ist. Bloody marvelous. Miss Fry, eine schöne Überraschung. Hallo, Clara. Ich wollte in Lambeth nach dem Rechten sehen, weil die Anstalt schließt. Warum bist du hier? Die Kinder in meiner Obhut sind krank geworden. Unser Tonikum half nicht. Ich bin hier, um... Bist du sicher, dass es dir gut geht? Aber natürlich, Miss. Clara! Ist hier ein Doktor in der Nähe? Bringen Sie sie rein.
Sie brach zusammen? Ja, sie sagte andere Namen Tonikum, aber es half nicht. Das denke ich mir. Seit dem Mord an Eliotson wird der Stadtteil mit gefälschtem Tonikum überschwemmt. Sie braucht Ruhe und Pflege. Aber ohne Medikation wird sich ihr Zustand schon bald verschlechtern. Was brauchen Sie? Ich brauche Vorräte. Und zwar viele. Und Medizin. Einige der raren Zutaten werden gestohlen und dann versteigert. Ich helfe Ihnen gern. Hier ist die Liste. Miss Fry. Evie Fry. Florence Nightingale. Sehr erfreut. Und Tempo. Wir haben wenig Zeit. Diese Vorräte sind für Miss Nightingale. Ich will sie abholen. Sie wurden schon auf den Wagen geladen. Bitte nehmen Sie sie. Hier! Meinen Sie diesen Wagen? Ja. Das war ja klar. Seien Sie vorsichtig! Einiges davon ist sehr zerbrechlich! Ja!
zum Flugkeil. Bewegung! Komm schon! Ja! Komm schon! Schneller! Langsam. Totes Mädchen. Sie sind zurück. Und keinen Moment zu früh. Haben Sie die nötigen Medikamente? Wie geht es ihr? Sie wird wieder gesund. Avalon, Ellie, die Kinder. Dank Ihnen verteilen wir wieder echte Medizin. Aber ist das eine dauerhafte Lösung? Ich schlage vor, entsprechende Vorschriften zu erlassen. Lambeth steht in Ihrer Schuld. Es dauert lange, Dinge zu ändern. Aber ich werde nicht fortgehen, Miss Fry. Gut so. Jacob, Evie, Sie sind's. Gott sei Dank. Neue Experimente, Alec? Korrekt. Sie sehen etwas mitgenommen aus. Meine Nerven. Alles nur wegen dieser Halbaffen, die Starrick schickt, um mich zu bedrängen. Er bietet mir eine lächerliche Summe Geld an. Alec, Sie denken doch nicht daran, die Seiten zu wechseln, oder? Niemals. Ich habe an etwas gearbeitet, falls Sie zu aufdringlich werden. Sie soll den Angreifer betäuben, falls es nötig wird. Und das funktioniert auch? Nicht gänzlich. Ich habe drei mit verschiedenen Säuregraden und sonst was hergestellt. Eine muss die richtige Formel sein. Dann lassen Sie uns Starricks Lakaien als Übungsziel nehmen. Apropos Starrick, er überträgt immer noch falsche Informationen. Wir könnten einfach seine Sender zerstören. Sein Unternehmen ist zu gut bewacht. Die Bomben werden helfen, aber es wäre seltsam, Bomben herzustellen, die möglicherweise gar nicht betäuben. Oh, Moment mal. Sieht so aus, als ob sich da gleich eine Gelegenheit bietet. Oh je, die sahen noch nie so aufgebracht aus. Entdeckung, Alec. Lassen Sie uns stattdessen ein kleines Sprachspiel mit Ihnen spielen. Nehmen Sie die Bomben und klettern Sie aufs Dach. Wenn ich den Namen einer Frucht nenne, werfen Sie eine auf die Gaune. Na gut. Moment, ich hab was vergessen. Legen Sie die hier in Ihre Schuhe, dann sind Sie fortan immun. Gegen sämtliche Elektroschocks. Glaube ich. Thank you.
Damen, ich würde Sie auf einen Tee einladen, aber ich fürchte, ich bin spät dran. Genug der Nettigkeiten. Wir sind hier, um dein Haus kaputt zu schlagen, oder was? Du hast einen Teledings da hier drin, oder? Und liest die Nachrichten der Starrick Company. Das ist so unwahr wie die Vorstellung, dass die Starrick Telegraph Company objektive Informationen verbreitet. Sir. Wie war das? Die Versprechen Ihres Arbeitgebers sind nichts als heiße Luft. Und seine Maßnahmen steigen mir langsam in die Birne. Was faselst du da von heißer Luft und Birnen? Ich fühle mich nicht so gut. Ist das widerlich? Teufel nochmal! Diese Kinder, die verspielten Frechdachse kommen überall hin. Hör zu, Kerl, oder setz eine Schelle, dass dir die Ohren klingeln. Oh, sehr lustig. Dieses Wortspiel ist entzückend. Und ich habe mir Sorgen gemacht, dass sie nur dieselbe geistige Schlagfertigkeit besäßen wie ein Pferdeapfel. Äpfel? Der versucht nur wieder lustig zu sein. Oh, du hast einen fahren lassen, Bill. Du altes Ferkel. Ich war es nicht, Bess. Teufel nochmal, ich hab's im Hals. Diese Rotznasen werfen wieder Stinkbomben. Das machen die schon die ganze Zeit. Gut. Sag uns, wo du dieses Teledings da hast. Ich zähle bis drei. Drei? So, so. Mal sehen, wie weit du kommst. Eins. Glauben Sie wirklich, ich würde ihn hier aufbewahren? Gibt es hier irgendwo ein Kabel? Ein Telegraph ohne Kabel ist so nützlich wie eine Glocke ohne Schlägel. Den Schlägel stecke ich dir gleich wohin. Ach du meine Güte, Sie sind ja blau wie eine Pflaume. Pflaume? Herrgott, ich bin ganz wackelig, Bess. Sie stehen unter Schock, mein Bester. I wonder if anyone's been killed. Gut gemacht, Alec. Nur dank Ihnen, Evie. Ihre bloße Anwesenheit gab mir den Mut und die Entschlossenheit, die ich bisher nicht hatte. Freut mich, dass ich helfen konnte. Und jetzt legen wir Starricks Propaganda-Imperium lahm. Kommen Sie, wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Je länger wir Starrick daran hindern können, falsche Nachrichten zu verbreiten, desto mehr können wir die Leute mit der Wahrheit über seine Machenschaften machen. Ich stimme zu. Je eher wir ankommen, desto schneller können wir handeln. Ist es zu glauben, meine Mutter meinte, es gäbe immer noch Hausfrauen, die auf diesen Beruhigungssirup schwören. Also habe ich es auf mich genommen, ihren Nachbarn die Wahrheit über dieses ekelhafte Gebräu zu erzählen. Das ist gut, Mr. Barr, aber Sie können wohl kaum jeden Haushalt Londons besuchen. Nein, ich war auch nicht immer willkommen. Was beweist, dass falsche Informationen schwerer auszumerzen sind, als das Geschwätz der Fischweiber am Billingsgate? Oder Fliegen in Smithfield. Aber wenn wir die Quelle ausradieren können, die kontinuierlich solch abträglichen Unfug verbreitet, dann wird Schritt für Schritt die Wahrheit die Oberhand gewinnen und die schmutzigen Lügen verdrängen. Deshalb sind wir hier. Aber wir müssen hineinkommen, ohne bemerkt zu werden, ja? Ich betäube Sie und Sie schleichen hinein. Ich werde nicht nur einen, sondern drei Teile des Senders zerstören. Er wird sozusagen ohne Penny vor einer öffentlichen Toilette tanzen. Oh, Mädchen!